Hallo aus Hamburg, ich bin Oliver und ich begrüße euch herzlich zur zweiten Episode von H5P, mehr als interaktive Inhalte gestalten. Es geht in dieser Reihe nicht darum, wie man jetzt H5P Inhalte erstellt, das kann man natürlich auch machen, dafür gibt es aber 10 andere Webtalks und es gibt einen ganzen Kurs dazu, den ihr auch findet. Links gibt es natürlich, wie man jetzt findet, auch so. Heute beschäftigen wir uns mal mit, wie man vielleicht bei H5P ein bisschen mithelfen kann, denn das Ganze ist eine offene Software. Und das Einfachste, was man im Prinzip machen kann, wenn man jetzt ein bisschen mehr machen möchte, als nur im Forum vielleicht aushelfen, das wäre das Übersetzen von existierenden Inhaltstypen. Und das wollte ich einfach mal zeigen. Und so gibt es da zwei Varianten. Ich zeige erstmal die, die ich empfehlen würde. Und dann für die Hardcore-Leute, die vielleicht ein bisschen an den Quelltext ran wollen, zeige ich danach die etwas kompliziertere. Also erstmal teile ich meinen Bildschirm. Und was wir dann zuerst sehen werden, das ist ein alter Bekannter. Hat mit Übersetzen erstmal gar nichts zu tun. Das ist einstieg-h5p.de. Und ja, die Seite kennt ihr bestimmt von Nele Hirsch. Das ist sehr schön. Da kann man einfach mal schnell H5P-Inhaltstypen testen. Und das machen wir auch. Ich mache jetzt einfach mal einen auf. Also ich klicke hier drauf und bekomme diesen Editor. Und ich habe mir überlegt, wir nehmen einen, den quasi alle wahrscheinlich kennen. Das ist so Multiple Choice. Der ist ganz schön. Also sucht mir Multiple Choice. Und dann sieht das ja hier so aus. Wenn wir mal so ein bisschen runterscrollen, dann wird ihr merken, okay, ist alles Deutsch. Das heißt, ist tatsächlich für Leute aus Deutschland sehr schön. Aber vielleicht ist hier irgendwo ein Tippfehler drin. Wahrscheinlich ist jetzt keiner drin, aber wir könnten ja, vielleicht entdecken wir mal einen oder wir stellen fest, das passiert manchmal, dass es nur neue Begriffe gibt, weil neue Funktionen dazukommen. Und dann steht hier vielleicht nicht richtig, sondern correct oder sowas. Und dann möchte man das vielleicht übersetzen. Das heißt, man könnte hier durchscrollen und alles, was ihr seht, Tipps und Rückmeldungen und Optionen hinzufügen, das lässt sich alles auch in andere Sprachen übertragen. Und dafür gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man geht an den Quelltext und das ist das, was ich am Ende vielleicht zeige. Das ist das, was dann vielleicht ein bisschen komplexer ist, was auch noch andere Nachteile birgt. Und es gibt eine sehr einfache Möglichkeit und die zeige ich euch erstmal. Auch direkt vielleicht an Multiple Choice, wir gucken einfach mal rein. Das ist die Seite, die ich jetzt zeige, das ist die hier. Die heißt, wenn man den URL nimmt, translate-h5p.tk. Das ist eine Seite, die hat Sebastian Rettig aufgesetzt. Der ist sehr eifrig, was so H5P-Entwicklung angeht. Der hat zum Beispiel, der steckt bei Lumi mit drin, falls ihr das kennt. Und der hat diese Seite aufgesetzt, weil er gemerkt hat, das ist, also er kann das, dieses Übersetzen über den Quelltext, aber das ist halt für viele nicht ganz so einfach. Und das birgt noch ein paar andere Nachteile. Und ja, da hat er diese Seite aufgesetzt und ihr könnt euch bei Gelegenheit auch mal durchgucken. Hier ist auch nochmal beschrieben, wie man beitragen kann, so mit einem, wenn man hier draufklickt, also mit ein paar Bildchen, da seht ihr, wie das geht. Was man auch sehen kann tatsächlich, dass das genutzt wird oder dass es grundsätzlich H5P übersetzt wird in andere Sprachen. Das heißt, er hat hier sogar so eine kleine Statistik mit reingebaut, über die Software Weblate übrigens, die auch frei verfügbar ist. Deshalb konnte er diese Plattform bauen. Und da gibt es zum Beispiel so eine Übersicht, in 49 Sprachen ist H5P teilweise schon übersetzt worden, in Summe so 80% übersetzt. Also man kann ja da automatisch Statistiken anfahren, dann kann man hier mal sehen, was es alles gibt. Also von Afrikaans, ganz hier aus dem Süden von Afrika, über Norwegisch und Polnisch und Spanisch und Deutsch. Wie Walisisch ist dabei. Klingonisch und sowas fehlt noch, aber auch das wäre möglich, theoretisch. Kann man sehen, Sami offensichtlich noch nicht so sehr vertreten, das wird in Nordnorwegen gesprochen. Ja, also das kann man hier sehen. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich ganz oben, da geht es ja jetzt an das Aktive, auch mit dem Ausrufezeichen, sehr schön gemacht, Translate, also übersetzen. Und wenn man da drauf geht, zeige ich erstmal ganz kurz, ich logge mich natürlich gleich ein, sonst kann ich da nichts machen, dann muss ich da ein Konto anlegen. Und dann kann man schauen, also kann sich so ein bisschen von oben nach unten jetzt durcharbeiten. Man sieht jetzt hier erstmal das ganze Projekt H5P, ne, diese 80% übersetzt haben wir gerade schon gesehen. Untranslated heißt eben so, dass so 18.000 Strings, Wörterchen noch nicht übersetzt worden sind. Nee, stimmt gar nicht. Das sind die einzelnen Items, da sind die einzelnen Worte, also 80.000, da fehlt noch so ein bisschen was. Wie viele Kommentare es gibt, das ist so eine Statistik. Und da könnte man jetzt reingucken, einfach nochmal auf H5P klicken. Und das Erste, was dann passiert, man sieht diese ganzen Inhaltstypen, also die heißen hier so ein bisschen anders, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Multiple Choice suchen, müssten wir nur ein bisschen runterscrollen. Das heißt dann H5P-Multi-Choice. Eine ganze Weile scrollen, weil es so viele Inhaltstypen gibt. Da sehe ich auch, manchmal gibt es auch Editoren noch dazu, zu einigen Inhaltstypen, die sind speziell.
Und dann können wir einfach, wo ist denn das Multiple Choice? Hier ist es. Da unten, ne? Dann kann man da nochmal reingucken. Jetzt wird man erstmal noch die ganzen Sprachen sehen, die es gibt. Jetzt kann man erstmal gucken, was interessiert uns denn jetzt? Und uns interessiert wahrscheinlich erstmal das Deutsche. Und da haben wir den Vorteil, dass es schon das Deutsche ist hier doof zum Zeigen, weil das Deutsche im Prinzip fast komplett übersetzt ist. Hier auch eben Multiple Choice. Da seht ihr so einen Haken. Deutsch, wenn ich da draufklicke. Da ist nichts mehr zu holen. Da gibt es gerade gar nichts zu machen. Vielleicht später mal, aber da komme ich auch gleich drauf. Also so könnte man sich da durcharbeiten und so kann man sich das auch vorstellen. Und jetzt möchte man jetzt aber vielleicht, hat ja doch einen gefunden, einen Inhaltstyp, wo man sagt, okay, da fehlt jetzt aber was. Ja, also Multiple Choice zum Beispiel. Aber gucken wir mal rein, damit ich das nicht vergesse. Also da hatte ich ja gerade die andere Seite aufgemacht. Ich habe gerade gesehen, dass mit dem Text und richtig und Optionen hinzufügen. Und die ganzen Sachen seht ihr jetzt auch. Medien habt ihr ganz oben. Kommen wir mal. Ich springe noch einmal rüber, damit ihr es auch seht. Also Medien, damit fängt es ja hier oben an. Medien, weil ist auch hier der erste Eintrag, den ich jetzt übersetzen könnte, war im Original halt Media. Und Type, Typ, Optional Media und so weiter und so fort. Da seht ihr auch, was schon übersetzt worden ist. Also deckt sich quasi genau mit dem, was man im Editor sieht. Das heißt, wenn man auf der linken Seite ist, also linke Seite meine ich jetzt, man hat den Editor vielleicht vor sich, dann kann man auch rechts tatsächlich sehen. Oder andersrum, wenn man die Übersetzung vor sich hat und nicht weiß, okay, woher kommt denn jetzt das Wort überhaupt hin, damit man den Kontext hat, kann man noch im Editor gucken und man findet das dann schnell wieder. So, wenn ihr also etwas beitragen wollt, habe ich gedacht, setze ich doch mal mein Konto quasi nochmal auf so einen Urzustand zurück, damit ihr auch seht, was ich so vielleicht einstellen würde. Also erstmal, Register müsstet ihr machen. Ich habe das schon mal gemacht. Ich kann mich hier einloggen. Und meine E-Mail-Adresse ist nicht geheim. Ups. Das ist die hier. Mein Passwort seht ihr nicht. So, und ich melde mich einfach mal an. Und natürlich sieht das jetzt erstmal genauso aus wie vorher, weil ich jetzt nur angemeldet bin. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen was machen. Das Erste, was ich vorschlagen würde, ist tatsächlich mal in das eigene Profil zu gehen, hier oben. Kennt man auch, so ein kleines Bildchen, das kann man hochladen. Das habe ich natürlich nicht gelöscht. Und da ins Profil zu gehen, na Quatsch, nicht das Profil, in die Einstellungen zu gehen. Da sind die Settings. Habe ich extra jetzt auf Englisch, weil ich glaube, das ist die Standardsprache. Das muss man erstmal wieder umstellen. Aber wenn ihr auf Settings geht, seht ihr schon Interface Language. Also sagen wir einfach mal, wir möchten das jetzt hier alles nicht auf Englisch haben. Das ist nämlich auch übersetzt. Wir können hier einfach mal Deutsch auswählen. Müssen das natürlich jetzt einmal speichern. Spare ich mir jetzt diesen Schritt, machen wir gleich in 1. So, dann kann man sich zwei Sachen überlegen, nämlich das erste, also am ersten überlegen, okay, welche Sprache beherrsche ich denn wirklich gut genug, um auch in diese Sprache übersetzen zu können? So, und wahrscheinlich sind das bei den meisten irgendwie zwei, wenn ihr Fremdsprachen sprecht. Also, es wäre zum Beispiel bei mir auf jeden Fall, also ins Englische könnte ich jetzt vom Deutschen übersetzen, dann würde ich mir das raussuchen und ich würde auch. Muss ich nach German suchen in dem Fall. Also suche ich mir Deutsch, klicke da nochmal drauf und jetzt habe ich hier so eine kleine Liste von Sprachen, für die ich mich fit fühle. Dann hilft mich das Programm gleich. So, und das Zweite ist, vielleicht spreche ich ja noch so ein paar andere Sprachen, wo ich zumindest verstehe, was ich da sehe. Und da würde ich jetzt zum Beispiel nochmal Norwegisch aussuchen. Bokmål ist jetzt eine, ja, ist die Hauptsprache da. Würde ich jetzt mal dazu packen. Und vielleicht auch noch sowas wie Französisch. So, da würde ich mir jetzt nicht zutrauen, in diese Sprache zu übersetzen, aber ich zeige euch gleich, wo das auftaucht. Gegebenenfalls hilft dann beim Übersetzen. So, dann würde ich es speichern. So, jetzt haben wir zweierlei. Erstens, dieses Ganze hier ist jetzt auf Deutsch. Das ist natürlich wahrscheinlich schon mal angenehmer. Und die anderen Sprachen sind gespeichert. Das Tolle ist jetzt, wenn ich jetzt nochmal auf die Übersicht zurückgehe, so. Sehe ich natürlich noch gar nichts. Aber wenn ich jetzt hier auf die Sprachen klicke, dann bekomme ich jetzt erstmal nur die Sprachen, also muss ich mich nicht durchwühlen durch die ganzen Sprachen, haben wir ja gerade gesehen, sondern ich kann jetzt hier tatsächlich Deutsch und Englisch auswählen, nämlich die Sprache, in die ich übersetzen kann. Und würde zum Beispiel auf Deutsch gehen. So. Das heißt, jetzt habe ich auch nur diese ganzen H5P-Sachen auf Deutsch dann automatisch. Könnt ihr jetzt wieder durchsuchen und jetzt sehe ich, gucke ich einfach mal durch dieses ganze deutsche Projekt. Also alle Sachen, die jetzt hier sehen, sind schon ins Deutsche übersetzt, das sieht man an diesem Haken. Hier ist natürlich ein bisschen doof, um das zu zeigen. Das sind so ein paar kleine Sachen. Da scheint noch was zu fehlen. Da habe ich vorhin mal reingeguckt. Nur damit ihr auch da nicht verwirrt seid. Da ist ein so ein Feld, da habe ich auch schon mit dem H5P-Kernteam gesprochen, das ist leer. Also muss man da eigentlich auch nichts übersetzen. Kann man weglassen.
Also nicht wundern, das ist halt, das kommt dann halt irgendwann raus. Können auch mal zurückgehen. Wir können ja mal was suchen. Jetzt gibt es nämlich zwei Sachen, die wir machen können. Wir könnten uns jetzt irgendwas suchen, wo hier ein bisschen mehr fehlt. Da ist auch einer dabei. Und den nehme ich mal zuerst, damit ihr das grundsätzlich seht. Da ist er. Es gibt einen eigentlich nicht so bekannten Inhaltstyp, der heißt Impressive Presentation. Der ist auch noch nicht ganz fertig. Und der ist an sich übersetzt, aber es gibt so einen extra Editor dafür. Der ist halt ein bisschen besonders. Und da gibt es noch was zu übersetzen. So, und wenn ich sowas finde, dann würde ich da einfach draufgehen auf Übersetzen. So, und jetzt könnte ich loslegen. Und also müsste ich natürlich idealerweise nebenher noch, vielleicht können wir das mal machen, den Editor aufmachen, damit ich sehe, was übersetzen. Der Previews könnte ja jetzt, könnte Vorschau im Singular sein im Deutschen, könnte Vorschaubilder sein, je nachdem, was es hier gibt. Das hängt natürlich so ein bisschen vom Kontext ab. Also könnten wir mal nochmal zurückgehen und statt Multiple Choice gucken wir uns jetzt hier einfach dieses Impressive Presentation an. Da ist das. Den erinnern wir. So, jetzt können wir mal gucken. Also der Titel ist immer da. Jetzt müssen wir gucken, wo hier was von Previews steht. Hier seht ihr schon, das haut nicht so ganz hin, ist optisch nicht so ganz schön, ist halt noch nie richtig fertig geworden und ich sehe jetzt aber hier auch nichts, was es so für Previews gibt. Jetzt könnte ich sagen, überspringe ich das oder wahrscheinlich ist es besser, wenn da überhaupt erstmal ein deutscher Begriff steht, als gar nichts. Da würde ich sagen, Vorschau. So, was ich hier jetzt leider nicht habe, ich habe ja noch gesagt, ich könnte Norwegisch und Französisch noch. Wenn, da scheint es keine Übersetzung für zu geben. Wenn es die gäbe, würde ich die jetzt hier oben auch noch angezeigt bekommen. Das heißt, ich könnte sehen, okay, im Französischen wurde es so übersetzt, im Norwegischen wurde es so übersetzt. Das kann mir natürlich auch bei der deutschen Übersetzung helfen. Also, ich würde jetzt erstmal sagen, Vorschau ist okay. Und ja, dann würde ich sagen, entweder vorschlagen oder, also überspringen lasse ich ja nicht, aber vorschlagen. Vorschlagen deshalb, weil das jetzt nicht automatisch in dem Sprachquelltext von H5P landet, sondern weil ein Editor, so heißt das, den gibt es für jede Sprache oder man kann übrigens auch selber einer werden, der muss da immer noch mal kurz drüber gucken und das nachher einmal so gesammelt freigeben und in den so einen Pull-Request stellen, so heißt das nachher, dass das in den Quelltext geschoben wird. Einfach um so Blödsinn zu vermeiden, damit da nicht jemand die Sprachdateien verhunzt. Deshalb passiert das nicht automatisch. So, aber jetzt würde ich hier durchgehen. Show Overview könnte ich jetzt zum Beispiel mit Zeige Überblick übersetzen und so weiter und so fort. Jetzt würde ich da wieder sagen, vorschlagen. Das kriegt jetzt übrigens Sebastian, der ist Editor für Deutsch, der kriegt das dann irgendwann und kann sagen, okay, jetzt habe ich genug gesammelt. Jetzt schicke ich das los und dann überträgt er das automatisch in die H5P, also nicht, die müssen dann in Norwegen nochmal zustimmen, ja, ist okay, aber das wird dann darüber geschoben. So, und das ist im Prinzip das ganze Geheimnis. Ist natürlich ein bisschen langweilig jetzt für das Deutsche. Es gibt aber noch ein paar schöne Sachen, die dieses Programm mitbringt, was man nämlich nicht hat, wenn man das über den Quelltext reinmacht. Das zeige ich auch nochmal. Können nochmal zu den ganzen Sprachen zurückgehen. Das müsste hier sein. Genau, H5P Deutsch. So, ihr seht ja, hier sind so ein paar verschiedene Farben. Ne? Und, jetzt bin ich übrigens nicht im Deutschen. Ich möchte natürlich nur das Deutsche. So, hier seht ihr auch die Farben nochmal. Die haben eine bestimmte Bedeutung. Ganz spannend können eben auch noch die gelben sein. Erstmal hier durchscrollen, ist blöd. Ist irgendwie alles schon übersetzt. Was soll ich denn da tun? Aber es gibt halt hier so wie beim Bingo zum Beispiel. Es ist ein Inhaltstyp, der ist noch gar nicht offiziell erschienen, aber ihr sagt da fehlgeschlagene Qualitätsprüfung, wenn ich über das Gelbe fahre. Das heißt, ihr könnt einerseits nach Sachen suchen, wo hier noch Prozentzahlen offen sind. Das heißt, da gibt es noch was zu tun, potenziell, bis auf diese leeren Felder. Oder wir können auch mal hier reingucken in das Bingo. Das heißt, wenn ich hier auf Übersetzen klicke, können wir mal schauen, was sind denn das da für fehlgeschlagene, wie hat das genannt? Fehlgeschlagene Übersetzungen, fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen. Was hier daran nämlich sehr schön ist, was man, wenn man es über den Quelltext macht, nicht hat, das ist ein Überblick, wie andere Leute schon mal solche Sachen übersetzt haben. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel durchscrollen. Wir können nicht durchscrollen. Wo habe ich das gesehen? Ich benutze das selber gar nicht so oft. Ähnliche Werte. Auch nicht. Okay, dann müssten wir erstmal zu den entsprechenden Feldern springen. Andere Vorkommnisse. Nein. Okay. Moment. Okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich müsste jetzt natürlich erstmal so einen Begriff finden, der noch nicht, wo er sagt, hier haben wir einen. Also hier sagt er, also die hätte ich suchen müssen. Inkonsistent, so heißt das. Denn was er jetzt macht, er guckt jetzt über alle Sprachdateien, die es so gibt
Und schaut mal, wie ist denn dieser Begriff Optional Media to Display Above the Question schon übersetzt worden? Also im Bingo ist das jetzt so, optionale Medien über der Frage dargestellt werden. Aber wenn man versucht, das einheitlich zu machen, ist das ja blöd. Per Hand müsste man jetzt in alle Quelldateien reingucken und sich das aussuchen. Und hier bekommt man jetzt eben, kann man sich anzeigen lassen unter andere Vorkommnisse, wie das denn schon mal übersetzt wurde. Das heißt zum Beispiel, also im Bingo steht optionale Medien, die über der Frage dargestellt werden. In Advanced Blanks steht, also wurde das anders übersetzt, als Medium, das wahlweise oberhalb der Aufgabe angezeigt wird. In True-False ist es nochmal was anderes. Das heißt, hier gäbe es auch noch daran zu tun, nämlich das zu vereinheitlichen. Das heißt, man müsste sich jetzt hinsetzen, vielleicht mit anderen mal diskutieren, was wäre denn jetzt eine gute Übersetzung für diesen einen Begriff, der heißt im Englischen halt immer Optional Media to Display Above the Question. Was wäre denn jetzt eine gute deutsche Übersetzung und könnte das dann auch über alle Inhaltstypen vereinheitlichen? Das heißt, selbst wenn keine fehlenden Begriffe mehr zu übersetzen sind, könntet ihr was tun, indem ihr sagt, okay, ich gehe das jetzt mal durch, ich gucke, was dafür die beste Übersetzung ist und dann trage ich die halt in alle diese Übersetzungsdateien ein. So, dann immer, wie gesagt, vorschlagen und das sind so die Basics. Man kann hiermit noch viel mehr machen, ihr habt aber auch gerade schon gesehen, also ich benutze es selber nicht, weil mir der Text reicht, der Quelltext. Es hat noch viele Optionen, da kann man sich drin verlieren, aber das grundsätzlich ist halt wirklich, also man habt ja gerade gesehen, ich suche mir irgendwas, wo was fehlt, entweder ein kompletter Begriff oder wo irgendwas noch nicht so einheitlich übersetzt ist, gehe hier in die Felder, trage ein, was hin soll, sage klicke auf Vorschlagen und dann war es das. Und wie gesagt, ein Editor, in dem Fall Sebastian, würde das hier durchgucken und schickt das dann regelmäßig einmal gesammelt los. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr sagt, okay, Deutsch ist jetzt nicht so spannend, mir, also erstens ist es ja irgendwie fast fertig, ja, das vereinheitlicht ist auch nicht so spannend, aber ich spreche vielleicht Italienisch, dann könnt ihr natürlich auch sagen, gucken wir doch mal, welche Sprachen vielleicht fehlen. Wenn wir hier irgendwie H5P reingehen und würden vielleicht sagen, Italienisch, klicken wir mal hin, klicken wir rein, da ist auch fast komplett übersetzt. Doofes Beispiel, aber ihr seht, Agamotto, da fehlt ein bisschen was, ne? Da könnt ihr jetzt reingucken, würde man zu Agamotto reingehen und klicken auf Übersetzen und Audio. Im Moment steht da Audio drin, ich weiß nicht, ob das der beste Begriff ist für Italienisch. Könnte man einfach nur mal durchgehen, ne? Das heißt, hier zum Beispiel, Testo Alternativo per Limage. Per Limagine. Klingt gut, oder? Imagine. Also das kann man natürlich auch mal. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, Deutsch ist ja alles gut und das scheint ja auch von allein zu funktionieren. Es gibt, habt ihr ja gesehen, es gibt viele, viele, viele Sachen, wenn man dann nochmal zurückgeht, da gäbe es noch ein bisschen was zu tun. Also überall, wo hier kleine Prozentzahlen sind, jetzt über alle Sprachen gerechnet, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen was zu tun geben. Und vielleicht sprecht ihr ja auch diese Sprache und könnt in die übersetzen. Dann könnt ihr das da machen. So, wie gesagt, Translate H5P ist die Seite. Kann ich dafür empfehlen. Wer jetzt ein bisschen daran interessiert ist, also wem das reicht, der kann jetzt im Prinzip sich da ein Konto anlegen und loslegen. Wenn ihr noch 2 Minuten habt, dann zeige ich mal, was ihr da so im Hintergrund macht. Also was jetzt hier über diese Oberfläche gelöst ist, über dieses Weblayt, so heißt die Software, was man da eigentlich macht. Und auch da können wir vielleicht erst noch mal kurz H5P anmachen hier und vielleicht noch mal auf das Multiple Choice zurückgehen. So. Ups. Multiple Choice, damit wir den Editor noch mal vor Augen haben. Also so sieht der aus. Und jetzt versuche ich mal, das 2 zu teilen. Also ich habe hier noch einen anderen Tab. Da komme ich wieder wegen Zoom nicht drauf. Wo ist er? Muss den richtigen Punkt treffen. Also das ist jetzt der Quelltext von Multiple Choice. Und da zeige ich einfach nur mal, für die, die es interessiert, wie das technisch aussieht eigentlich. Dann das, vielleicht teile ich das mal so in 2 Hälften. Ich mache den mal hier rüber. Den einmal nach da. Und dann holen wir uns den Editor und packen ihn auf die andere Seite. Nutzen wir beides nebeneinander. So, also hier ist der Editor. Und für die, die es interessiert, wie man das in H5P macht. Also man kann sich hier jetzt diesen Quelltext hier angucken. Und es gibt in H5P eine Seite, die heißt, einen Teil, die heißt semantics.json. JSON ist nur ein bestimmtes Format, in dem man Sachen ablegen kann. Wenn man da reinguckt, wird ihr sehen, man kann das sogar lesen. Also was ihr hier jetzt seht, ist letztlich das, was man schreiben muss, um diesen Editor zu programmieren. Da nimmt einem H5P nämlich ganz viel Arbeit ab. Und ihr seht schon hier, Media, Medien, also offensichtlich gehört das irgendwie zusammen. Und im Prinzip würde man jetzt hier so eine Gruppe machen. Eine Gruppe heißt, das ist irgendwas, was man ausklappen kann. Das ist genau dieses Medienfeld. Das heißt Media und hat eben das Label Media. Das ist das, was die Beschriftung hier. Und das könnte ich jetzt ausklappen, weil es so eine Gruppe ist. Und dann seht ihr, da steht was von Typ. Und wenn wir hier runterscrollen, seht ihr auch schon, aha, hier steht auch Type und Label war mal Type. Das ist offensichtlich dieses Feld.
Und so könnte man Bibliotheken eben einbinden, weil hier könnte man jetzt vermuten, Image und Video, das sind wahrscheinlich die beiden Inhaltstypen, die da reingehen. Genauso ist das. Also, so hat man das und hat also hier diese ganzen Begriffe drin, also Media und Type und Question und Options wahrscheinlich. Müsst ihr jetzt auch gucken, wie das heißt. Das ist da alles. So baut H5P einen Editor. Das Ganze ist nochmal ein bisschen vereinfacht für Sprachen nachher. Das heißt, wenn wir nochmal in dieses Hauptverzeichnis gehen. Jetzt kann ich es auch nochmal ganz groß machen hier. So. Dann werde ich auch sehen, es gibt hier einen Ordner, der heißt Language, was natürlich schon mal gut ist, wenn wir mit Sprachen arbeiten wollen. Und auch da können wir reingucken. Und da seht ihr jetzt im Prinzip schon, dass es für jede Sprache, dass das eine eigene Datei ist letztlich. In Weblate hat man das nicht gesehen, aber so ist das technisch. Und ganz oben steht immer .en, Punkt, nur damit man es schnell findet. Und das ist immer so die Vorlage. Das heißt, wenn man was schnell übersetzen will und das nicht über Weblate machen will, dann würde man einfach an diese Datei reingehen und könnte mal gucken. Also die sieht fast so aus wie die andere. Das ist letztlich genau das Gleiche, nur das alles rausgestrichen, was eben nicht für die Übersetzung relevant ist. Also hier ist eben Media, Type, Description, nochmal ein Label. Das ist alles das, was übersetzt werden muss. Und diese Datei ist nur Text. Könnt ihr jetzt halt auch schnell so bearbeiten. Schreibe ich einfach alle Begriffe rein, speichere die ab, schicke die da wieder hin. Und dann bin ich durch und dann werdet ihr sehen, die anderen Dateien sehen nämlich genauso aus, wenn wir da in die deutsche reingucken, also dieses de.json. Dann seht ihr, es ist genau das gleiche wie die eben, nur da sind halt dann deutsche Begriffe eingetragen. Also das ist das, was man über den Quelltext schnell, also ich bin damit schneller, wenn ich da einfach meine Sachen eintrage und die Datei hochschicke, aber das ist letztlich das, was man über dieses andere Interface von Weblate auch macht. Das heißt, hier in diesem Quelltext-Repository, so heißt das, wo der ganze Quelltext gelagert wird, wird genau nachher dieses hier hingeschickt, ohne dass man sich selber um die Dateien kümmern muss und darauf achten muss, dass man nicht ein Komma falsch gesetzt hat und so weiter und so fort. Diese Arbeit wird einmal halt abgenommen. Da seht ihr auch hier oben übrigens Weblate, also die letzte Übersetzung, die reinkam, die kam tatsächlich über Weblate und Sebastian Rettig steht da halt drin. Ich weiß nicht, was er selber geschrieben hat, aber er ist halt derjenige, der die als Editor die Ergebnisse immer rüberschickt. Aber ihr werdet sehen, da ist auch noch jemand aus Israel drin, der hat die Übersetzung auch neulich aktualisiert über Weblate. Das funktioniert ja ganz hervorragend. So, also was haben wir heute gesehen? Ihr habt gesehen, zwei Sachen wichtig. Oder ja, also einmal diese doch eher schwierige Sache, die könnte man, also man könnte auch diese Datei einfach bearbeiten, kein Problem. Oder die Sache, die ich empfehlen würde, eben nicht nur, weil es weniger fehleranfällig ist, sondern weil man zum Beispiel auch eben diesen Vergleich hat, wie haben das andere übersetzt. Das ist Weblate auf translate-h5p.tk. Setzt euch einfach mal hin, überlegt, okay, ich möchte gerne was zu H5P beitragen, übersetzen kann ich, ist jetzt nicht so schwierig, einmal die Sprache eingestellt, die ich kann, mal reingeguckt, wo was fehlt oder wo was uneinheitlich ist und dann setze ich mich dran und mache das. Das könnt ihr einfach damit machen und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da gucken wir uns noch andere Sachen an, die man tun kann, um zu H5P was beizutragen. Jenseits vom Inhalt erstellen, jenseits von Übersetzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.